Hi Leute, ich habe noch ein bisschen rumgespielt damit mit dem Baukasten. Ich habe mal eine Astabile Multivibrator, also so eine Kippschaltung gebaut hier. Da ist die Schaltplan dafür. Ich habe alles genauso verbunden, auch mit der Lampe. Die Transistoren habe ich gewechselt, weil ich habe vorher versucht, mit den Transistoren ein Relais anzusteuern und habe leider beim Ausschalten von dem Relais ist wohl der Transistor kaputt gegangen. Jetzt habe ich die beiden mal gewechselt durch S9014 Transistoren, weil ich dachte, dass ich zwei gleiche habe und ja, mir dummerweise ein Transistor kaputt gegangen ist. Das hat auch schon jemand in den Kommentaren geschrieben. Und jetzt schalte ich das mal ein. Also ich stecke das mal an vier Zellen dran und die müsste jetzt hin und her kippen. Sollte die eigentlich, wenn es Kontakt hat, ja, es hat. Oder auch nicht. Vorführeffekt, jetzt geht es wohl nicht. Hier hat es Kontakt. Jetzt funktioniert es genau. Und zwar die Schaltung kippt immer hin und her. Hier. Die Lampe geht an aus. Also die Schaltung, die Lampe geht an aus. Ich habe hier nur an der Lampe hier, also vom Kollektor zur Lampe, also genau an den Pin vom Kollektor, von dem Transistor, habe ich das Gate von einem MOSFET von einem IRL Z44N angeschlossen. Dann Source auf Minus und Drain über das Relais hier auf Plus. Und jetzt kippt die Schaltung hin und her und das Relais schaltet ein aus. Wenn man mal eine Schaltung braucht, die das Relais ein ausschaltet, hier einfach so einen 5-Volt-MOSFET, so ein IRL Z44N, auch wenn es eine Fälschung ist von MOSFET. Das Kollektor hier mit dem Gate verbinden, Source vom MOSFET auf Minus und das Drain vom MOSFET über Relaisspule auf Plus und schon kann man den Relais schalten lassen. So, jetzt müsste ich mich mal auf was anders mal wenden. Und zwar, da hat mir auch ein Kommentarschreiber mich darauf aufmerksam gemacht. Die hat mir was gesagt von den Hörern, dass zwei Spulen drin sind und davon, dass irgendwas mit Spulen nachstellen und so. Ich habe mir gedacht, normalerweise sind da ja zwei Spulen auf dem Magnet und hier, wenn ich da drücke, dann meine ich, dass diese Metallscheibe auf den Magneten aufliegt. Und ich habe gemerkt, ich kann es aufstauben hier. Dann staube ich das hier mal auf. Und wenn ich es dann aufgestaubt habe, dann zeige ich euch noch was. Okay, hier sind zwei Spulen drin. Hier zwei Spulen, eine Spule hier und eine Spule hier. Die Spulen haben jeweils 1 Kilo Ohm. Dann das hier ist magnetisch. Und das hier ist Blech und das ist mit so einem kleinen Abstandhalter, mit so einem kleinen Abstandring da drauf. Jetzt merke ich aber, dass das Teil komplett auf dem Magnet anliegt. Hier. Also, das tut komplett hier auf dem Magnet aufliegen. Da ist kein Luftspalt zwischen dem Metall und dem Magnet. Hier merkt man es auch, da ist kein Luftspalt. Jetzt wieder ab. Jetzt dran. Das bedeutet, ich brauche hier einen breiteren Ring. Das ist nur so ein Papierring. Ich brauche hier einen Ring, der breiter ist. Hier. Der muss breiter sein. Ist echt sehr schmal. Der muss breiter sein, der Ring. Dass diese Metallscheibe nicht auf den Magneten hier aufliegt, wo die Spule drauf ist, sondern so 0,3 oder 0,4 mm darüber ist, sodass das schwingen kann. Weil wenn das Metall hier auf den Magnet aufliegt, dann kann es gar nicht schwingen. Und zwar, die beiden Spulen werden vom Strom durchflossen und das Magnetfeld hier, das ist ja ein ganz normaler Permanentmagnet, das wird dann gestärkt, geschwächt. Und dadurch sollte das hier anfangen zu schwingen. Jetzt, wenn das aber komplett aufliegt hier, dann kann die Membran ja gar nicht schwingen. Und ich glaube, dass deshalb das Ding so extrem leise ist. Dass es daran liegt, dass es nicht schwingt. Jetzt kann ich durch die Schrauben da das nicht mehr weiter reinschrauben,
bedeutet, ich muss hier einen Ring drauflegen. Ich muss so einen Ring ausschneiden aus Papier oder mehrere Ringe aus Papier, die ich dazwischen lege hier, so dass das Metall den Magnet nicht mehr berührt und das frei schwingen kann. Und genau das probiere ich jetzt mal. Okay, dann habe ich mal auf einem etwas dickeren Papier hier mal 1, 2, 3, 4, 5 so Ringe aufgezeichnet. Jetzt muss ich die noch ausschneiden an der inneren Kante, weil ich hier außenrum gezeichnet habe. Also an der inneren Kante ausschneiden die. Und dann muss ich noch so... hier brauche ich noch einen inneren Kreis. Da könnte ich das als Schablone nehmen. Brauche ich einen inneren Kreis, muss ich auch ausschneiden, dass ich so Ringe habe. Und dann gucke ich mal, wenn ich mehrere von den Ringen übereinander lege, ob ich es dann schaffe, dass dieses Metallteil nicht mehr auf den Magnet aufliegt, sondern kurz drüber schwingt, dass ich schwingen kann dann. So, jetzt habe ich da mal einen Tongenerator, Tongenerator-Schaltung aufgebaut, die Schaltung hier. Und ich habe hier jetzt zwei Papier noch zusätzlich dazwischen. Und jetzt, wenn ich in der Mitte meinen Finger drauf drücke, ich schau mal. Hier kann man es hören. Ich kann das Metall jetzt auf den Magnet drücken und wieder weg. Jetzt, wenn ich das da, den Tongenerator anstecke, dann ist er jetzt laut. Okay, jetzt machen wir das gleiche mal, wie es vorher war. Und zwar, ich nehme die zwei raus, dass ich nur noch das Pappding hier habe. So wie es vorher war. So, jetzt stecke ich das wieder an. Wackelkontakt. Es ist nicht so laut, es ist leiser. So ist es leiser. Wenn ich es ein bisschen anhebe, genau, wird lauter, 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 lauter. Und sobald es dann das Blech auf den Magnet auflegt, wird es wieder leiser. Das heißt, ich muss hier zwei so Papier noch dazwischen machen, zweimal Abstand. Weil so von meiner Jugend weiß ich, da hatte ich mal so ein Telefon, das hatte auch so eine Hörkapsel mit zwei so Magnetspulen. Ganz leise hört man es hier. Hatte auch sowas. Und da weiß ich, dass zwischen dem Metall und dem Magnetspulen ein leichter Abstand sein muss. Daher, wobei ich habe gemerkt, zwei reichen, dass das dann nicht aufliegt. Also zwei von denen da. Und dann das hier drauf reicht dann. Dass das halt nicht auf dem Magnet aufliegt und das Ganze ist viel lauter. So, ich habe das jetzt wieder zusammengeschraubt und es ist jetzt sehr laut, lauter als vorher. Mit dem Putty kann ich die Frequenz ändern. Da hört es auf. Hier ist ein hoher Ton. Oder den niedriger machen. Ich schätze mal, dass wenn der Potty so auf Mitte ist, dass ich dann so ein Kilohertz habe. Auf jeden Fall ist er jetzt lauter. Also danke für den Tipp auf jeden Fall. Ich mache das mal wieder aus. Also danke für den Tipp. Ich habe die Schaltung hier aufgebaut. Es ist eine Schaltung mit einem Transistor, die schwingt. 0,1 μF, 0,1 μF, hier ein 5,1 Kiloohm. Widerstand und ein 10 Kilo Ohm Potty, der in der Mitte steht. Und den Schalter habe ich mal nicht verbaut, weil ich habe das eh mit Kroko-Klemmen aufgebaut. Und dann 5,5 Volt habe ich da, hier 3 Volt, 3 Volt, also 6 Volt Versorgungsspannung. Und jetzt ist das Ding da lauter. Genau, weil der Abstand hier nicht fehlt. Vielleicht war eine dickere Abstandscheibe irgendwann mal drin. Vielleicht hat sich das irgendwie verzogen oder... keine Ahnung. Auf jeden Fall darf das Metall hier nicht auf den Magnet aufliegen,
sonst tut der Magnet ja das Dämpfen, sonst kann das nicht schwingen, das Metall. Und wenn es nicht aufliegt, dann ist es wirklich, wirklich laut. Viel lauter. Okay. Ich denke, dass das der Fehler war, weswegen das der Mittelwellenempfänger auch nicht so gut funktioniert hat. Ja, also danke für den Tipp mit den Spulen, mit den 2,1 Kilo-Ohm Spulen da drin. Ich wusste erst gar nicht, ob man das aufschrauben kann oder nachschauen kann. Aber jetzt ist es viel lauter. Jetzt wo zwischen den Magneten und der Membran hier die schwingt. Genau, wenn ich die in der Mitte festhalte, wird es viel leiser. Es war erst zu extrem leise, jetzt ist es viel lauter, weil das Metall zu den Magneten etwas Abstand hat. Okay, ich will euch nicht weiter auf die Nerven gehen mit dem Ton. Sag ich mal, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.